Oh mein Gott, Jungs, es tut mir leid. Ich habe gerade eben das Video gesehen, wo ich heute veröffentlicht habe. Mir ist da gestern, glaube ich, irgendwas passiert. Ich habe nämlich nur das Outro irgendwie gerendert und eigentlich den ganzen Glitch irgendwie vergessen zu rendern. Habe mich auch gestern irgendwie gewundert, warum das denn so schnell gerendert wurde und so schnell hochgeladen und alles. Ich dachte mir, ging ja heute echt schnell. War dann schon fertig, habe es mir halt ja, komischerweise auch nicht angeguckt, wie es halt sonst immer macht, so zur Kontrolle, ob auch alles passt. Und hab's dann einfach veröffentlicht und habe eigentlich gar nicht gesehen, dass ich eigentlich ja das Dreiviertel-Video gar nicht hochgeladen habe. Jungs, es tut mir wirklich leid. Trotzdem danke für die Dislikes. Ich werde es jetzt hier nochmal neu hochladen. Ja, tut mir leid, Jungs, wird nicht nochmal passieren. Also Jungs, haut's rein. Moin Mädels, da bin ich wieder und heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unter der Map schwimmen könnt. Also ich zeige euch gerade mal die Location, wo ihr hingehen müsst, und zwar hier. Und ich markiere mal den Bereich, wo ihr nach mit dem Fallschirm ungefähr, also das ist nur ungefähr die Richtung, wo ihr dort landen müsst. Alles, was ihr dazu braucht, ist natürlich ein Fallschirm und den besorgt ihr am besten, wenn ihr Meriwether anruft und euch per Hubschrauber abholen lässt. A helicopter has been dispatched to your location. So, und wenn der Hubschrauber dann nach gefühlten 10 Stunden dann seine richtige, perfekte Landeposition entdeckt hat, dann könnt ihr auch schon einsteigen. Ich würde euch empfehlen, den Helikopter, den Piloten nicht zu erschießen, weil ihr braucht Meriwether später eventuell noch, falls ihr das möchtet. Und wenn ihr ihn erschießt, dann sind die Meriwether Optionen für eine gewisse Zeit für euch nicht mehr verfügbar. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach nur kurz einzusteigen, auszusteigen. Danach habt ihr den Fallschirm. Und dann läuft ihr mal in die Stelle hin, wo ich euch zeige. Springt da auf das komische Ding da und drückt Viereck, um da hochzuspringen. Und dann seid ihr schon drin. Dann müsst ihr sofort den Fallschirm ziehen und nach links den linken Stick. Und dann seht ihr schon, dass ihr unter der Map fliegt und dann seht ihr ja ein bisschen weiter weg schon, wie sich das Wasser langsam aufbaut. Wenn ihr natürlich, würde ich euch empfehlen, die zwei Schultertasten an der PlayStation 4 zu drücken, damit ihr einfach langsamer schwebt. Weil wenn ihr das nicht macht, könnte es sein, dass ihr schneller nach unten kommt bevor das Wasser anfängt. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Deswegen schön gechillt dahinter schwimmen, gleiten, fliegen, ne? Bis ihr dann im Wasser seid. So, und dann könnt ihr auch euch schon ein bisschen abseilen, ganz sachte. Ja, und dann seid ihr aber auch schon unten. Unter der Map könnt ihr jetzt ein bisschen rumplanschen. Cool ist natürlich, wenn man das Ganze mit Freunden macht. Ich glaube, das wird richtig lustig, wenn da, keine Ahnung, die halbe Lobby dann unter der Map ist, irgendwie irgendein Mist baut. Also ich finde es, also auch optisch betrachtet, sehr, sehr geil da unten. Ist halt mal, ne, die Map von unten. Kommt ja auch nicht so oft vor, dass man die Möglichkeit hat, unter der Map zu schwimmen. Tauchen geht natürlich auch, so. Wenn ihr euer Atemgerät dann anzieht, könnt ihr auch richtig tief tauchen und ja, die Welt mal noch tiefer anschauen, ne? Und jetzt kommt das Ding, warum ihr den Meriwether-Piloten nicht erschießen solltet, weil jetzt könnt ihr nämlich Meriwether anrufen und euch per Boot abholen lassen. So, und wenn der freundliche Service-Mitarbeiter aus dem Hause Meriwether dann endlich gekommen ist, könnt ihr ihn natürlich erschießen, weil ab jetzt braucht ihr Meriwether nicht mehr. So, der wäre auch entsorgt. Und jetzt habt ihr unter der Map quasi ein Boot, seid im Wasser und könnt da mal so ein bisschen die Map erforschen. Also ich finde es total lustig, um es mal zu machen. Und ja, ihr könnt ja mal gucken, wie weit ihr kommt. Also ich bin relativ schnell wieder, also aus Versehen natürlich, aus Versehen schnell wieder gespawnt. Also wenn ihr dann zu weit an den Wasserrand hinfährt, dann fällt ihr einfach wieder runter und seid dann wieder auf der Straße oben. Deswegen konnte ich jetzt nicht alles abforschen, was ich forschen wollte. Weil irgendwo hier in der Nähe müsste auch das Grab sein, das Easter Egg. Hier ist auch schon der Abgrund der Welt. Da wollen wir mal nicht hin. Also ihr könnt auf jeden Fall da mal euch ein bisschen umschauen. Ist auf jeden Fall geil, wie ich finde.
Und ja, dann lasst es einfach noch so bis zum Ende laufen. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, hat, dann abonniert mich doch einfach. So, ja, das war's mit diesem Video und dann würde ich mal mich verabschieden wieder und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Jungs. Also, ciao.